Das Interessante ist ja, dass in öffentlichen Gebäuden, also in Schulen zum Beispiel, sich keiner darum kümmert, ob das Licht zu lange brennt oder ob es zu warm ist, dann macht man halt die Fenster auf. Keiner kümmert sich? Nicht an den 18 Berliner Schulen, die beim Projekt Köpfchen statt Kohle der Agentur Stratum teilnehmen. Hier managen Schüler die Energie und haben sogar die Kontrolle über die zentrale Heizungssteuerung ihrer Schule. Das ist viel zu kalt jetzt hier um 8 oder 9, weil da war Januar und da muss halt schon ein bisschen geheizt werden. Wenn es heute zu kalt oder zu warm im Klassenraum ist, wird nicht einfach das Fenster geöffnet, sondern die jungen Energiemanager bekommen Post von ihren Klassenkameraden und passen die Raumsteuerung entsprechend an. Und wenn das nicht hilft, wird auch schon mal ein defekter Thermostat getauscht. Außerdem installieren die Schüler Messgeräte, die den CO2-Gehalt im Klassenraum ermitteln. Also da unten ist so eine Ampel dran und wenn es grün leuchtet, dann ist es okay. Wenn es gelb leuchtet, dann ist es schon gut, wenn man lüftet. Und wenn es rot leuchtet, sollte man auf jeden Fall lüften. Und dieser Lerneffekt bringt den Schulen tatsächlich eine messbare Energieersparnis. Ein Beispiel, das im wahrsten Sinne Schule machen sollte. Überall, wo Schulen zentrale Steuerungen haben, sollte man die Nutzer auch direkt mit einbinden, damit die das System verstehen und damit die selber eine Ahnung davon bekommen, wie man das denn intelligent machen könnte, dass wirklich Energie gespart wird. Und die Kinder sind mit Eifer dabei, im Alltag und bei besonderen Projekten wie dieser solarbetriebenen Pausenhof-Disco. Die Chöre singen für dich. Ich finde es richtig cool, weil wir auch Aufgaben lösen sollten, also nicht so Schule, sondern halt wirklich was bauen sollten. Ja, das macht mir Spaß.